Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, EuTopTV, und willkommen zu einem neuen Vlog. Und für heute werde ich mir erstmal schön Lustenberger reinhauen, schön Käse. Schweizer Käse, es gibt nichts über Schweizer Käse, ohne Witz. Die Leute, die ja gerne mal Käse essen, werden es wissen, Schweizer Käse ist einfach der Hammer. Österreichischer geht auch noch, aber Schweizer Käse ist schon nice. Und hier den Lustenberger habe ich noch gar nicht probiert. Wollte ich einfach mal machen. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir auch einfach mal. Ne? Ich mache mir jetzt einen Kaffee, esse mir dabei schön ein bisschen Käse. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim heutigen kurzen Vlog. Oh, geh doch auf. Ah. So, ich würde sagen, wir schneiden mal kurz schön den Käse hier auf. So geht das Ganze doch schon ein bisschen besser. Oh, und der stinkt, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Das muss man allerdings sagen, ne? So ein Käse ist immer sehr salzhaltig. Und der stinkt wie Sau. Aber der ist nice. Ich hole mir mal eben ein Messer. So, ich würde sagen, wir schneiden den ganzen mal. Und was ihr auch immer nehmen müsst, was heißt nehmen müsst, aber hier dieser Rand, dieser komische Wachsrand, der ist immer so ein bisschen matschig bei so einem Käse. Ja. Einfach ein bisschen Küchenrolle und dann schön schmale Streifen. Dann schmeckt das am besten. Und ich bin immer noch ein bisschen erkältet, Leute. Das geht auch irgendwie nicht weg, warum auch immer. So, ich würde sagen, das reicht für jetzt. So ein paar Stückchen. Ist doch eigentlich nice. Den Rest packe ich mal wieder in die Verpackung rein. Und ab damit in den Kühlschrank. So. So, ab in den Kühlschrank. Der ganze Kühlschrank riecht danach. Nachher. Ja, moin. So. Schneiden wir hier noch die Enden ab. So. Tack. Boah, ich hoffe, euch nervt das nicht mit dem Schnupfen. Ach, tut mir auf jeden Fall leid, dass ich erkältet bin. So, das noch ab, das noch ab. So. Der sieht ja so schon mega nice aus, ey. So, ab. Ab, ab. Noch mehr ab. So. Und damit auch noch. Wunderbar, es geht schöner. Schweizer Käse, ich suche Nummer 1. Oh, der sieht einfach nur geil aus. So, ich würde sagen, wir richten das Ganze mal an. Käse anrichten. Ja, moin. Aber der Käse ist einfach, ist nicht ganz der billigste, auch nicht allzu teuer. Ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Euro oder so. Oder, ja doch, ich glaube, ein bisschen teuer. Kommt immer drauf an. So kann man das doch mal anrichten. Das ist schön, das Snack zwischendurch. Stelle ich einfach mal auf den Tisch. Und dann passt das doch. Boah, ich habe da so Bock drauf. So. Müsste eigentlich schon heiß genug sein. Ja, doch, das reicht doch. Dann habe ich den Wasserkocher ausgemacht. Hier, machen wir auf. Das ist immer noch der aus Holland. Das auch nochmal, ne, falls das noch nicht gesehen hat. Der lüstliche Espresso. Der Hammer, ja. Und das ist keine Werbung, Leute. Das sind einfach alles Sachen, die ich halt super gerne mag, ne. So, rein mit dem Wasser. Ach, wunderbar. Espresso, Espresso. Vor allen Dingen ist hierbei auch eine schöne Schaumkrone so ein bisschen. Bei dem Espresso-Pulver allerdings war das auch mega teuer. Aber Hauptsache, es schmeckt, wa? So, wunderbar, Ski. So soll das aussehen. So, erstmal ein Schlückchen Espresso. Schönes Stückchen Käse. Wow. Ich würde nachher so einen Mundgeruch haben. Aber ist mir egal, der ist lecker. Und ich hoffe, schreibt mal Hashtag Schmatzen in die Kommentare. Weil ich glaube, das hört man in der Kamera. Nom, nom, nom.
Geil. Auf jeden Fall. Gönnt euch mal den Käse. Holt euch den mal. Den gibt's übrigens im Rewe. Und gönnt euch mal den Espresso. Wenn ihr den irgendwo hier in Deutschland findet, weil ich habe den in Venlo geholt. Einfach nice. Und Leute, was ist eigentlich mit dem fucking Wetter los? Wisst ihr, letzte Woche braucht man noch eine Winterjacke. Und jetzt sind einfach 22 Grad mittags. 22 Grad, ja moin. Schreibt mal rein, ob euch das auch aufregt. Entweder soll es jetzt kalt sein oder warm sein. Aber nicht immer 22 Grad, dann wieder eine Woche kalt, dann wieder 22 Grad. Ey, das fuckt mich langsam ab. Da kann man doch nicht gesund werden. Wie gesagt, ich habe immer noch eine Erkältung und da kann man doch nicht gesund werden. Immer Wetterwechsel, hin, her, das macht einen doch kaputt. Scheiße. So, und ich wollte noch kurz sagen, heute Abend gibt es auch wieder einen Stream, ungefähr eine Stunde auf zwei. Ich werde Daten streamen, ich probiere es alles einzustellen, damit man mich sieht und die Dartscheibe, auch für Twitch, Tobster Army auf Twitch. Guckt da einfach mal vorbei. Und ich wollte noch mal sagen, das war's dann auch von dem kurzen Vlog heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich einfach sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tobi TV und tschüss.